WKO Steiermark setzt neue Schritte zur Gleichstellung im Bildungsbereich. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde nun die geplante Umsetzung der Meisterprämie offiziell bestätigt. Diese wird zur finanziellen Entlastung der steirischen Absolventen und Absolventinnen einer Meister- oder Befähigungsprüfung beitragen. Also heute ist ein wunderschöner Tag für die Sparte Gewerbe und Handwerk, für diese Meistersparte. Am 22. Jänner, also fast auf den Tag genau, 2019, haben wir eine Pressekonferenz durchgeführt, wo wir diese Meisterprämie gefordert haben. 10 Monate später wird sie umgesetzt. Das ist ein Leuchtturm innerhalb der Politik und ich bin sehr froh, dass wir das heute auch so beschlossen haben. Es geht hier um 1.000 Euro für jeden Meisterprüfling in allen Bereichen, gültig ab 01.01.2020, aber man kann schon ab 1. November einreichen und das ist ein sehr starkes Signal, auch über die Bedeutung und die Wertschätzung gegenüber einer Meisterausbildung. Im Land Steiermark wird das vom Land übernommen, in der Stadt Graz zahlen wir die Hälfte dazu. Es heißt, Klein-Mittelbetriebe werden im Besonderen davon profitieren. Die steirische Wirtschaft ist stark und das soll so bleiben. Wir bemühen uns schon seit vielen Jahren im Wirtschaftsressort des Landes Steiermark, dass wir Bildungs- und Berufsorientierung machen. Wir wollen darauf hinweisen, dass mit der dualen Ausbildung unsere jungen Menschen im Land hervorragende Berufsaussichten haben. Dazu haben wir mehrere Projekte und Maßnahmen geschnürt und auch die Meisterprämie soll dazu beitragen, um das Bewusstsein für den Lehrberuf zu stärken. Mit dieser Meisterprämie wollen wir insbesondere auch symbolisch zum Ausdruck bringen, wie wichtig uns der Meister ist. Denn der Meister bildet aus, der Meister wird vielleicht auch selbstständig, macht Gewinne. Handwerk hat goldenen Boden, davon bin ich überzeugt und das wird auch in Zukunft so sein. Diejenigen, die eine gute Ausbildung haben, die so quasi auch mit ihren Händen unter Anführungszeichen und Kompetenz etwas umsetzen können, sind immer gefragt und das auf der ganzen Welt. Wir leben im Zeitalter der industriellen Fertigung und immer mehr Menschen wünschen sich Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem Handwerk auch in Zukunft sehr gute Jobaussichten haben werden. Jetzt mit dieser Prämie haben wir wieder die Möglichkeit, dass wir junge Menschen begeistern, die Spitze der Qualifikation, die Meisterprüfung zu erlangen. Und dann können die wieder von unten anfangen, junge Menschen im dualen Ausbildungssystem aufzubauen. Das ist das, was die Wirtschaft Steiermark braucht. Der Standort Steiermark braucht Fachkräfte und damit schließt sich der Kreis heute mit dieser Meisterprämie.